Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hannoveraner Box von Anonym. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hannoveraner von Anonym, das Ganze am Freitag, den 9. November erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier einstechen. So sieht das Ganze aus. Es gab ja im November 2017, am 17. glaube ich, also fast ein Jahr zuvor, die EP, die Fick Fame EP von Anonym. Und jetzt im November 2018 ist es an der Zeit für sein erstes Solo-Album. Hier oben lesen wir Major Moves präsentiert, Hannoveraner Anonym. Eben diesen haben wir hier abgebildet mit seiner bekannten Maske und dem, ja, der vermeintlichen Pistole, die hier auf uns zielt. Verbraucherhinweis auf Englisch. Unterseite blank schwarz. Auf der rechten Seite haben wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel, dann das Logo von Anonym und Major Moves. Oben blank schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann den Boxinhalt aufgelistet. Und zwar haben wir hier Hannoveraner Album plus Instrumentals, Anonym und Stresscar Bonus EP, Anonym T-Shirt, Sticker, A1 Poster und Autogrammkarte, Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das ist eine reguläre Clubbox. Hier kommt uns auch schon das Shirt entgegen. Also wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir das Album an sich, die Bonus-EP, ein Sticker, die unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. So, und nachdem hier die beiden Tonträger, das Album als auch die EP noch eingeschweißt sind, werden wir die mal aus der Folie befreien. Ist die Frage, wo am besten? Ich glaube, jawohl, hier unten ist es zugeschweißt. Ist ja immer unterschiedlich, wo diese Schweißnaht zu finden ist. So, das ist einmal die Bonus-EP und dann haben wir natürlich auch noch das Album Hannoveraner. Gut, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus, Hannoveraner Anonym, Major Moves präsentiert, lesen wir da oben noch. Das Cover wie auch schon auf der Box, hier unten allerdings mit dem Zusatz noch Major Moves. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case, sehr schön. Und hier an der Seite lesen wir auch nochmal Anonym Hannoveraner. Also der Titel sehr lokalpatriotisch gewählt, denn Anonym kommt eben aus Hannover und deswegen ist er auch ein Hannoveraner. Gut, dann haben wir hier hinten auch nochmal Albumtitel, Interpret und hier auch nochmal Major Moves. Und hier auch nochmal der gute Mann abgebildet. Und dann lesen wir hier noch die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Samra, Stresska, nochmals Stresska, Sengo und Sami. Also 15 Tracks an der Zahl. Instrumental CD ist auch noch dabei. Und hier wieder Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Sieht so aus. Wir haben hier die einzelnen Tracks. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Weitere Aufnahmen von Anno. So sieht das aus. Und weitere Tricks. Gut, hier zum Abschluss noch die Credits. Und hier auch nochmals Anonym Major Moves. Jawohl, hier die Social Media Kanäle, auf denen man ihn finden kann. Gut. Dann kommen wir zum Album bzw. zur Album-CD. So sieht das aus. Album-CD Hannoveraner Anonym. Klassisch gehalten. Wir sehen hier auch nochmal das G
Gesicht, also die Maske hier von Anonym und Mittelfinger. Ist leider schwer zu erkennen, ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Und was mir gut gefällt, direkt darunter die Instrumentals. Die wurden nicht extra in einem Digisleeve in einer Papphülle aufbewahrt. Nein, die wurden hier direkt runtergemacht. Sehr schön. Und auch hier nochmal ein Mittelfinger an uns. Dann machen wir das wieder rein. Dann haben wir zusätzlich zum Album die Bonus-EP. Und zwar nennt sich diese Bonus-EP Gercek-EP. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ist, soweit ich weiß, ein türkisches Wort. Also das Wort auf Türkisch ausgesprochen im Gercek. Deswegen hier dieses Häkchen hier unter dem C. Und heißt ungefähr so viel wie Wirklichkeit, Realität, Wahrheit. Also ja, ist natürlich so ein sehr schwer zu übersetzendes Wort. Aber ich glaube, die Übersetzungen Wirklichkeit und Wahrheit treffen sich irgendwie so am besten. Wir haben hier eine Faust mit einem Schlagring. Hier oben lesen wir dann Anonym Stress K. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. So sieht das aus. Und auf dieser EP haben wir dann insgesamt 5 Tracks. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil hier Anonym als Feature angeführt wird. Wenn ich das richtig verstehe, haben wir hier 5 Tracks von Stress K. Und auf 2 Tracks ist eben Anonym drauf. Als Feature, nämlich Bounce Back und Balla Balla. Gut, dann schauen wir mal hinein. Auch hier, sehr ungewöhnlich, für eine EP haben wir noch einen Einleger, ein Booklet mit dabei. So sieht das aus. Also hier auch nochmal die Infos der einzelnen Tracks, wer hat produziert, wer war beteiligt. Jawohl. Das Artwork ziemlich brutal, mit Messern und Waffen. Okay. Gut. Die CD sieht dann so aus, also sehr ähnlich wie auch schon das Cover. Hier haben wir auch wieder diese Faust mit dem Schlagring. Hier ebenfalls allerdings in Schwarz-Weiß. Okay. Dann haben wir mit dabei einen Sticker. So sieht er aus. Dieser ist kreisrund, also hier dann rauszulösen. Und in Schwarz und Silber Anonym lesen wir hier. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei, im Hochformat, hier Anonym, schwarz-weiß abgebildet und mit schwarzem Stift hier unterschrieben, Anonym. Auf der Rückseite haben wir dann Werbung für den Major Moves Shop, okay. Das muss ich ehrlich sagen, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber die Anonym Autogrammkarte an sich in Ordnung. Rückseite wäre natürlich werbefrei schöner gewesen. Dann haben wir auch noch ein Poster. Und zwar haben wir... Poster ist einseitig bedruckt, also ihr seht schon, die Rückseite ist weiß. Und zwar ist das Ganze so im Hochformat. Und auch hier haben wir wieder Anonym abgebildet. Hier oben lesen wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel, dann Anonym mit Mittelfinger und einem Tritt in unsere Richtung. So sieht das aus. Major Moves und Anonym lesen wir darunter nochmal. Also Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Ziemlich groß. Meines Wissens ist das Format hier A1. Ist die Frage, ob wir es auch wieder zusammenbekommen. Gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn wir es hier mittig zusammenlegen. Jawohl. Ja. Das schaut gut aus. Gut. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. So sieht das aus. Also wie auch schon der Sticker. Hier wieder das Anonym Logo. 17944 lesen wir hier oben noch. Und dann haben wir hier, schau mal ganz kurz, aber ich glaube ja, Rückseite ist blank schwarz, kein Neckprint. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Aufdruck, Anonym, und darunter die Anonym Maske. Zieht sich hier bis nach unten in den Bauchbereich. Von der farblichen Gestaltung relativ schlicht in Schwarz und Weiß. Ja, aber für Anonym-Fans auf jeden Fall tragbar.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte mit Unterschrift von Anonym. Der Sticker, wie gesagt, kreisrund. Die Bonus-EP, die Gercheck-EP mit 5 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Anonym, Hannoveraner, mit insgesamt 15 Tracks. Macht dann alles zusammen 20. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Hannoveraner von Anonym. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Anonym unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.